Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es einen Produkttest und zwar teste ich Avon True Power Stay flüssiger Lippenstift. Wenn dich interessiert, ob dieser Lippenstift wirklich so langanhaltend ist, dann bleib doch einfach dran. Was ich im Alltag sehr gut finde, ist, wenn man einen Lippenstift gefunden hat, der wirklich den ganzen Alltag durchhält. Und es müssen keine 16 Stunden sein, keine 24 Stunden, mir reichen persönlich 6 Stunden. Da habe ich, denke ich mal, meinen stressigen Alltag durch, 6 bis 8 Stunden. Und das würde wirklich reichen, um einen Lippenstift auf den Lippen zu haben, der am Ende genauso aussieht wie beim Auftrag. Es gibt viele Lippenstifte, die das versprechen, ja, diese long-lasting, diese lang anhaltende Wirkung, aber leider können das eben die wenigsten. Entweder sind die Lippen zu trocken oder der Lippenstift bröckelt ab oder trägt sich ab und ja, das will ich jetzt mal austesten mit diesen beiden Schätzchen hier. Und zwar habe ich mir die Farbe, mal schauen, Nonstop Nude ausgesucht. Oh, Nonstop Nude, das ist ein sehr natürlicher Ton. Und einmal die Farbe In Charge Move. Was sagt Avon über diese Longlasting Lippenstifte? Avon True Power Stay Lippenstift sorgt dafür, dass die starke Farbe mit Matt-Effekt bis zu 16 Stunden wie neu aussieht, egal was du machst. Avon verspricht ultra langer Halt bis zu 16 Stunden, hält Feuchtigkeit und Wärme aus, Matt-Effekt, 10 verschiedene Nuancen, Komfort-Last-Formel sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und kein Verfärben oder Verschmieren. Hier noch ein Tipp. Ob nach dem Sport, Regen, Restaurant oder einer Party, der Avon True Lippenstift bleibt dir bis zum Schluss erhalten. Daher solltest du ihn vor dem Schlafengehen gründlich entfernen und dein Gesicht reinigen. Ja, das ist ein großes Versprechen. Ich werde den Lippenstift, ich denke, keine 16 Stunden testen. Mal gucken, vielleicht nehme ich den sogar noch mit ins Bett, um einfach mal zu gucken, ob der wirklich 16 Stunden hält. Aber mir reichen tatsächlich 6 bis maximal 8 Stunden und nach dieser Zeit werde ich mich auch bei euch zurückmelden, um euch mein Fazit zu geben. So, ich bin jetzt ein bisschen näher rangekommen und zwar einfach aus dem Grund, weil ich euch den Auftrag gerne zeigen möchte und ja, einfach mal zeigen möchte, wie die Farben so wirken. Es ist so, dass die Farben in der Kamera nicht so gut zur Geltung kommen, beziehungsweise das Farbbild ein bisschen verändert wird, warum auch immer. Aber wir lassen uns dadurch nicht stören. Ich werde jetzt einfach mal diesen hier auftragen. Ja, die kommen in so einer Kartonage. So. Und dann sind sie in so einem Plastikbehältnis verpackt. Und hier oben haben wir dann den Applikator. Und ich muss sagen, es ist ein sehr kurzer Applikator. So wie ich den von anderen Lippenstiften oder flüssigen Lippenstiften kenne, also die anderen, die ich bisher kennengelernt habe, die sind länger. So zum Beispiel, das ist eine ganz normale Größe, das ist jetzt von Hatice Schmidt und die meisten Longlasting bzw. flüssigen Lippenstifte kenne ich nur so in dieser Länge. Und dann haben wir jetzt diesen Power Stay daneben und das ist doch schon ein Unterschied. genau, aber ja, ich bin gespannt, wie das so ist mit diesem Auftrag, ja, ob man das gut auftragen kann oder ob das Ganze verschmiert. Praktisch ist es zumal für die Handtasche, das sei schon mal gesagt, das ist wirklich sehr handlich, oder für die Hosentasche, Jackentasche, je nachdem. Genau, und jetzt werden wir einfach mal starten.
Ich habe meine Lippen vorbereitet und zwar habe ich eine Pflege aufgetragen, allerdings keine fettige Pflege, sondern eher eine feuchtigkeitsspendende Pflege. Die habe ich gut einwirken lassen. Vom Duft her ist er sehr angenehm. Dieser hier riecht nach Beeren. Es riecht angenehm süßlich nach Beeren. Puh. Die Farbe ist intensiv, muss ich sagen. Genau, ich habe den jetzt so ein bisschen abgeputzt, damit man den Applikator gut erkennen kann. Und zwar ist der sehr flach. Ja, und hat einfach einen buschigen Kopf. Ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ob man damit präzise arbeiten kann. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mit einem Lip Liner noch drüber gehen soll. Nee, wir versuchen das mal ohne Lip Liner. So, ich habe es jetzt ein bisschen eintrocknen lassen und ich muss sagen, der Auftrag war sehr einfach. Man konnte sehr präzise arbeiten, allerdings muss man aufpassen, dass man nicht daneben rutscht, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, bei so einer Farbe, dass der auch wirklich hält. Ja? Und wenn man dann hier so ein bisschen daneben gegangen ist, muss man wirklich schnell sein und das Ganze wegmachen. Aber der Auftrag war super einfach, weil der Lippenstift sofort gleichmäßig aufgetragen wurde. Es gibt Lippenstifte, die sind ein bisschen schmierig und ungleichmäßig, aber dieser ist wirklich sehr, sehr cremig und gleichmäßig. Ja, im Moment ist es noch so, dass der so ein bisschen klebrig ist, beziehungsweise die Lippen noch so aneinander kleben. Ob das so bleibt, werden wir dann im Laufe des Tages feststellen. Im Moment ist es so, dass meine Lippen, ja, es ist okay. Ja, also ich merke schon, dass ich was auf den Lippen drauf habe, ja. Es ist aber nicht unbedingt trocken, aber es ist klebrig. Genau. Und ich würde mal sagen, ich melde mich dann in 6 bis 8 Stunden wieder und gebe dann mein Fazit ab. Bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. Es sind jetzt mittlerweile 7 Stunden vergangen und ich bin einfach meinem Alltag nachgegangen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ich war nicht sehr vorsichtig. Ich habe einfach mein Leben gelebt, ich habe getrunken, gegessen und viel geredet. genau, und jetzt wollte ich euch einfach mal mein Fazit zu diesen Liquid Lipsticks von Avon geben. Und dazu komme ich näher ran. Also folgendes, 7 Stunden sind vergangen, das Trockenheitsgefühl, was ich jetzt im Moment verspüre, kam nach 3 Stunden. Also nach 3 Stunden habe ich gedacht, jetzt könnte ich mit einem Pflegestift drüber gehen, aber es ist auszuhalten. Man muss einfach dazu sagen, dass das Long Lasting Liquid Lipsticks, die matt sind auch noch, dass die so fest auf der Haut sitzen, weil die auch da bleiben sollen, dass sie dann auch dieses Trockenheitsgefühl nach ein paar Stunden hervorrufen können. Und es ist so, dass ich trinken konnte, ja, also ich habe keine Abdrücke auf dem Glas hinterlassen, aber sobald man anfängt zu essen, fettige Sachen zu essen,
trägt sich ein Teil des Lippenstifts ab. Aber auch nur in dem Bereich, wo noch, wie soll ich sagen, wo die Schleimhäute sich befinden. Befinden sich hier Schleimhäute? Seht ihr, wenn ich rede, dann kann man schon sehen, dass sich da was abgetragen hat. Aber es hat eigentlich Bombe gehalten. Dafür, dass ich gegessen habe, ohne darauf zu achten. Es gibt ja auch Damen, die machen sich die Mühe und nehmen eine Gabel zum Essen und passen dann auch auf. Ja, die passen dann auf, dass ihre Lippen ja nicht an das Essen, an das Essen drankommt, nur um den Lippenstift zu schonen. Und das ist das Ergebnis, wenn man gar nicht drauf achtet. So, na, also hier oben hat alles Bombe gehalten, nur halt hier innen, die bleiben halt nicht in dieser roten Farbe, sondern da wird die Farbe abgetragen. Ist klar, wenn man kaut und isst und so weiter, dann ist das absolut verständlich. Was tolle ist aber, dass die Farbe immer noch kräftig geblieben ist und dass nichts in die Lippenfältchen reingerutscht ist. Die Farbe ist eigentlich immer noch da, wo sie sein sollte. Sie ist immer noch so kräftig und satt, wie sie sein sollte. Halt nur in dem Bereich hier zwischen hat es so ein bisschen Farbe abgetragen. Trotzdem finde ich das Ergebnis wirklich sehr, sehr gut. Mein Fazit dazu ist, die Farbe hält Bombe. Man muss aber damit rechnen, dass im Laufe von mehreren Stunden, klar, dass die Farbe dann hier im Innenbereich abgeht, nach fettigem Essen. Und ich glaube schon fast, wenn ich nichts gegessen hätte, was aber nicht der Sinn des Lebens ist, dann wäre die Farbe auch hier in der Mitte geblieben. Ne? Von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wenn man dieses Gefühl haben kann, dass es nach ein paar Stunden schon trockener wird und wenn man das Gefühl haben kann, dass sie so ein bisschen kleben, wenn man die Lippen zusammendrückt, dann finde ich die Lippenstifte richtig gut. Aber wer macht das schon? Ne? Wer geht denn hin und sagt hallo? Nein, also, mein Fazit dazu, ich bin sehr zufrieden, was die Haltbarkeit betrifft, die halten Bombe. Und wer wirklich gute, langanhaltende Lippenstifte braucht, der sollte die wirklich einmal ausprobieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.